Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir zusammen gegen die Azukene eine schöne Schlacht geschlagen und heute wollen wir natürlich weiter so effektiv und aktiv arbeiten. Allerdings will ich hier nicht unbedingt jetzt Obozis angreifen, da muss ich leider warten, aber glücklicherweise wurde die Armee hier drüben ziemlich weit weggetrieben, hat ziemlich großen Verschleiß erlitten und dürfte dann die nächsten Runden auch ganz schön hart gefistet sein. Und wenn es so weitergeht, dann habe ich ja noch einige schöne Glückspassagen. Hoffe ich nochmal. Gut, wir haben uns jetzt dafür auch entschieden, mit unserer Flotte hier drüben mal gegen andere Armeen zu segeln. Denn wir haben jetzt hier die Fähigkeit Nachtangriff. Und diese Fähigkeit ermöglicht uns es einfach mal schnell in der Nacht anzugreifen, was auch wieder ziemlich geil ist. Nur die Hoffnung ist, dass wir jetzt da nicht irgendwie einen Fehler machen dadurch. Hoffe ich mal noch. Deswegen speichere ich jetzt nochmal ganz kurz schnell. Und wir gucken uns noch mal kurz an, was wir mit dem restlichen Geld machen können. Rebellion bei Tika, davon weiß ich Bescheid. Lusitania, davon weiß ich nicht Bescheid, aber jetzt anscheinend schon. Agent entdeckt, Ubozis Germanien, naja, okay. Was sieht es eigentlich hier gerade aus in Karalis? Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, kann man sagen. Okay. Ich will mal hier wieder zurück, bevor ich es vergesse. Schlachtberichte. Glorreicher Sieg von Virunum. Glorreicher Sieg von Torunum. Banner heben erhalten. Cool. Das ist wer? Du hier? Schiff verloren. Gunst verloren. Eigenschaft erhalten. Ist sehr schön. Und zwei. Du bekommst jetzt nicht mehr so viel an Eigenschaften. Zeig mir, was hast denn du für Charakterdetails hier? Synonym für Grausamkeit. Ich glaube, wir werden dich auch bald mal als General noch einsetzen. Naja. Haushalt gewonnen. Okay. Okay. Tode im Kampf, nur Feinde. In Provinz umstritten Lugdunensis. Das ist nicht Lugdunensis. Aber okay. Plündern Tarko. Ja, die Rebellen. Gut, okay, das können wir überspringen. Abriss lateinische Kapelle. War das hier? Ja, war hier. Wir wollten ja hier irgendwas bauen, was. Was bringt? Kapitol würde was bringen. Echte Gebäude. Wasserwerk in Lusitan, ja? Okay, Bau abgeschlossen. Gut. Da. Schwindsucht in Luvavum. Unschön, aber okay. Da kann man leben. Einheit rekrutiert. Kohorte in Lugdunensis. Das wissen wir schon. Okay, ja, das weiß ich auch schon. Agent entdeckt, Agent entdeckt, Agent entdeckt. Nahrungsmittel Knappheit gelöst. Ja, das wissen wir. Okay, das wissen wir auch. Okay, haben wir das geschafft? Bewegen uns jetzt mal kurz in Spanien hier unten. Schlagen wir erstmal alle Rebellen hier zurück, bitte. So. Ich hätte jetzt arg gezweifelt, wenn wir das Ding verloren hätten bei automatischem Gefecht. Wir sammeln jetzt einfach mal alle anderen Rebellen hier ein, die sich in Ruhe befinden. Acht Einheiten. So. Hier müssen wir aggressiv vorgehen wegen der Artillerie und zack. Gewonnen. Cool. Nächste Runde schnappen wir uns die nächsten Rebellen. Was ist da gerade passiert? Feind im Kampf getötet? Na egal. Ach, aufgestiegen bist du. Okay, gut. Cool. Okay,
Okay, die Armee ist aufgestiegen, das ist schön. Ja, die Integrität ist gut genug, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber wir pushen mal in Bürgerpflicht rein, bitte. Und wir rekrutieren jetzt auch noch hier gleich noch, oder? Rekrutieren wir nicht. Ne, wir rekrutieren nicht und gehen dafür nächste Runde erst los. Oder gehe ich dann noch runter? Ja, ich gehe ja noch runter. Ah, okay, das können sie meinetwegen machen. Ich finde es zwar nicht so schön, aber damit könnte ich leben. Sagt, was ihr zu sagen habt, damit ich ein Bad nehmen und den Gestank abwaschen kann. Die mögen mich nicht so. Woran scheitert es denn? Die Aktion gegen Spanier. Und große Macht mögen sie nicht. Ja, gut, okay, ist verständlich. Wir schlagen uns auch gerade ziemlich gut, muss man ehrlich sagen. Müssen gucken hier. Wir sind auch relativ gut positioniert. Ah. So. Ach, wir könnten noch was anderes werden als lateinische Christen. Finde ich ja cool. Aber, ja doch, graeco-römisches Heidentum könnten wir doch noch annehmen. Wenn wir über 35% kommen würden, ist ja auch geil. Eigentlich, dass wir dann noch in die alte Religion wieder zurück können. Finde ich cool. Könnte man gerade mal überlegen. Es ist auch Spaß, einfach mal sowas zu machen später. Aber naja, ich will jetzt nichts riskieren. So, die werden hier definitiv verlieren, den Kampf. Das steht jetzt schon fest. Auch hier sind die hinten. Tarko, wie sieht es mit der Garnison aus? Minokausal. Tabernahe. Könnte man auch bald bauen. Wir würden jetzt hier plus 4 haben, dann überall. Wir könnten hier nochmal ein Kapitol bauen. Ich will aber noch nichts bauen hier. Solange ich keine sichere Lage habe. Okay. Keine Schiffe. Eigentlich bräuchte die noch Support von mir. Aber gut. Okay. Okay. Wir wollten eine Armee aufbauen hier drüben. Noch plus ein Rekrutierungsplatz. Wir sitzen jetzt hier außer der Forschung gerade. Eine Runde noch am Nahrungsmittelmarkt. Unwichtig. Wege übersetzen Kohorte. Ah, das ist viel wert. Das ist wirklich viel wert. Matiarii ersetzen Devis. Okay, Leute. Wir machen das jetzt hier für eine Runde. Holen uns die Legio. Und machen erstmal einen gewaltigen Schritt nach vorne. Mit unserer Stärke. Gut. Wenn ich die noch so gerne hätte, die kosten mir zu viel. Okay. Aber was anderes, wir müssen ja trotzdem eine Armee aufbauen. Was ist das nur für ein Nachteil? List minus 1. List plus 1. Ja, plus 1. Wir nehmen mal bitte dich hier und wollen Vermächtnis wieder aufrufen. Okay, was hast du für Stärken? Ja, steht nicht drin. Wir einfach mal dich hier bitte. Oh, nehmen wir mal Audio-Tricks. Steppensperrkämpfer. Rekrutieren können wir hier. Rekrutieren können wir hier Kohorten und Kompetenzschwerträger. Wir werden hier definitiv Kohorten rekrutieren erstmal, weil ich schnell auf Masse gehen muss. Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Mehr geht nicht. Schade. Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Nee, die holen. Ah, doch, holen wir noch rein. Passt ja genau auf dem Geld. So.
4 erstmal dazu. Hier wird mal ordentlich aufgebaut. Wenn die jetzt zur Lege werden können. Alter Verwalter. Da habe ich mal gleich. habe ich gleich 8 Stück von denen in einer Armee. Die werden richtig hart. Apropos Legio, Tarentum werden wir noch angegriffen, soweit ich weiß. Gut, so geht's dir auch nicht. Ich erwarte aber eure Befehle. Rettet sie alle! Oh. Rückzug! Oh. Kommandant? Doch wieder schnell zurück hier, bitte. Okay. Mal schnell speichern wegen der Flotte. Und dann beenden wir jetzt auch die Runde. Ich weiß. Okay. Die Alaren ziehen sich in die Südgewässer zurück. Finde ich auch gut. Die Ostgoten machen irgendwas. Aber die sind eigentlich schon mittlerweile... Das ist gut, die gestorben für mich, weil die haben ja keine große Gefahr mehr. Wow, die Oströmer konnten noch immer Konstantinopel behalten. Auch cool. Die Franken ziehen sich ganz zurück nach Flebum anscheinend. Die Jüten marschieren ins Inland, nicht so schön. Und die Flotten ziehen sich zurück. Vielleicht war es einer von denen dann dort. Ach du Kacke. Die Armeen kommen. 3 Armeen befinden sich in Illyrien gerade. 3 Stück. Ah, die zieht sich alle zurück da aus der See, finde ich gut. Finde ich sehr gut, die ziehen sich alle zurück dort, cool. Na, was machst du da? Armee fehlleiten wahrscheinlich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall feiern, dass ich nach Oburzis komme, das ist klar. Schade, dass man jetzt hier nicht sehen kann gerade, aber okay, bis fertig. Starke Verluste. Er zieht sich über Sachsen zurück. Itula, Garamanten. Gut, die Garamanten halten noch aus, finde ich gut. Die Harre noch aus, meine ich. Mauri kommen. Ja, die wollen von Tarko profitieren. Okay. Ah, die Rüchsler haben eine neue Armee erstellt dort drüben. Ach, cool. Und die Separatisten greifen mich schon wieder an. Und schon wieder. Und die Rebellen mich auch noch. Na, super. Gut, zum Glück mit 2 Artilleristen, viel Kavallerie und viel Fernkampf. Okay. So, Leute, dann geben wir den jetzt mal Saurus hier. Und wir verteidigen jetzt hier unsere Stadt. Schön zu wissen, dass wir da die Fort auf jeden Fall nicht angegriffen haben. Finde ich gut. Also damit kann ich dann noch die britische Armee zerstören. Und die andere, die dort noch ist, also eigentlich von allen dort. Finde ich schön. Dann habe ich da ein bisschen Luft oben in der See. Ah, die Infanterie ist auch scheiße. Das ist cool. Noch bessere Karten. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Vor allem überwiegend Kavallerie. Ich hoffe mal, dass wir jetzt auch hier endlich mal eine Stadt haben mit richtigen Mauern. Richtigen Stadtmauern. Hier so ein Billigholzteil dort. Nein, Holzteil. Billigstadtmauern dort. Auf erhöhtem Grund, mehr oder weniger. Ich meine nämlich, dass Tarko ein bisschen größer ist. Deswegen hoffe ich es mir jetzt hier einfach mal. Na los, mach doch. Aber die erinnert mich ein bisschen an diese einen Hafenstädte, die hier diesen extremen Abhang haben auf der Seite. Und, ja doch, eigentlich sieht es genauso aus vom Verlauf her. Muss halt jetzt hier noch außen drum herum Mauern haben. Hm, okay. Das ist eine gute Stadtmauer, also Stadt grundsätzlich, weil man die gut verteidigen kann. Mir fehlen aber die Exploratoris hier, das ärgert mich. Na, so richtig haben wir auch nicht, aber wir haben viele, viele Türme, das finde ich gut. Hier kann man noch besser beschützen, auch cool. Hier drüben kann man keine Barrikade hinbauen, auch scheiße. Aber hier hinten.
Meh. Aber da, das ist gut. Kommen wir jetzt hier hin. Okay, hier bitte. Okay. Jetzt ausreichend von da. Naja, für gar nichts ausreichend. Gut. Wahrscheinlich über hier hin dann. Und die Kavallerie, können wir die irgendwo verstecken hier? Nee, können wir nicht. Außer hinter den Mauern halt. Machen wir hier drüben mal bitte. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo er lang gehen möchte danach. Aber ich vermute mal stark, dass der Großteil... Ah nee, gut. Eigentlich doch. Wohl wahrscheinlich von hier kommen dann. Größte Wahrscheinlichkeit. Ah, haben wir auch Plankler-Libune, okay. Okay, geh hier rauf bitte. So. So schnell wie möglich. Möglichst die Artillerie ausschalten. Er setzt erstmal auf die Mauer an. Finde ich gut. Und wie erstmal schön auf die Kavallerie. Auch nicht schlecht. Jetzt wird 10 Reiter gekillt. Cool. Die Chancen stehen gegen uns. Wir sind in der Unterzahl. Wow, war ein schöner Treffer. Da brennt erstmal der ganze Wald hier drüben. Alle wollen wir erstmal auch mit. Okay, kommst du jetzt hier rauf? Die Mauern sind durchbrochen. Die Mauern wurden durchschlagen. Außer die Kondiari, ja, das ist auch nicht schlecht. So, spulen wir weiter vor, bitte. Er trifft immer die Kavallerie hier. Auch nicht schlecht. Ah, Turm ist noch nicht getroffen. Finde ich gut. Wenn die Türme nicht am Leben bleiben, dann werden da eigentlich eine Menge Leute sterben. Ah, jetzt wurde er immer getroffen hier. Und jetzt ist er weg. Ja, sag ich doch. Aber das sind noch genug Türme. Egal, wo er lang geht, der muss gegen eine Menge Türme ankämpfen. Finde ich schön. Er kümmert sich um die Mauer. Finde ich auch gut. Cool. So, mal schnell das Nachladen, bitte. Bis jetzt nur die Kontiari erwischt hier. Ah, da liegt auch schön Blut auf dem Boden. Das sind lauter verbrannte Leichen hier. Auch nicht schlecht. So. Okay. So. Halt uns da bereit, bitte. Sieht schon fast so aus, als möchte ich hier lang gehen, nämlich. Bewegen uns schon mal hier hin, bitte. Ich werde die Bogenschütze dann davor setzen, um den Charge zu bremsen. Kannst du mal genau einen Schuss aktivieren, bitte? Ja, und er macht es natürlich auch. Shit. Ich hoffe, dass die Türme noch genug Schaden anstellen vorher. Okay, du kommst halt jetzt hier wieder rein. Natürlich, okay. Gut. Gut, ja, muss ich wohl mit leben. So, rein mit dir bitte. Jetzt lenken wir drüben ein bisschen ab. Ach du Scheiße, nein. Nicht da lang. Hier rüber mit dir bitte. So. Du schaffst bitte hier drüben mal bitte. Okay, scheiße. Ja, er kommt da hoch. Mist. Hab's befürchtet. So, Angriff auf die bitte.
So. Charge konnte er nicht mehr absetzen, finde ich gut. Super, die Kavallerie hat den Trupp da drüben ausgeschaltet. Jetzt schnell weg, bitte. Okay, du bist auch weg. Super. Die Barrikaden sind weg. Scheiße. Aber gut. Tut, wenn ihr es übel, würde ich mal sagen. So, kämpfe bitte mit. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber okay. Automatische Aktivierung ist aber auch cool, dass man das jetzt einschalten kann. Finde ich gut. Super. Die Türme machen hier noch schön weiter Schaden, finde ich auch gut. Was haben wir hier? Kundschafter Equites, okay. So, komm ich bitte darum. So. Du bleibst hier einfach mal stehen jetzt erstmal. Türme machen hier noch weiter Schaden. Ich versuche mal da drüben noch kurz zu belästigen, bevor die Türme kaputt sind. Ah, schaffe ich nicht mehr. Na gut. Aber okay. Okay. Super, du kümmerst dich schön drum hier. Gefällt mir nicht so. Okay, bewegen uns einfach mal außenrum entlang. Könnt ihr hier gar nicht rauf, ey. Okay. Ah ne, er möchte zerstören dann. Gut. Leiten wir euch bitte noch da drüben. Okay, das haben wir jetzt gepackt hier. Das scheint wohl gar nichts zu bringen da drüben. Finde ich gut. Wir leiten jetzt einfach mal in die Reichweite der Türme hin, damit die dort weiter arbeiten können für mich. Okay. Mit der Nähgrenzwache hier drüben darfst du auch ruhig noch töten. Okay. Was schießt wird jetzt hier rüber? Ach, der geht mir auf die hier, okay. Verstehe. So. Ja, doch, macht er. Okay. Ja, die Munition ist sowieso leer von denen. So. Mit euch kommen wir jetzt nach hinten, bitte. Die Tür macht jetzt hier noch ein bisschen Arbeit für mich, finde ich auch gut. Okay. Du schnappst jetzt hier drüben die Bogenschütze und die Ballistarii dann. Erstmal wirklich lieber die Ballistarii, wäre mir lieber sogar. Ah, der Turm ist gleich weg hier. Na gut. Aber die Exploratoren hier drüben sind auch gleich weg. Finde ich gut. Super, die Salve erstmal noch hier drüben gefeuert. Finde ich gut. Der Turm ist jetzt kaputt. Und es sah sogar sehr spektakulär aus. Cool. So. Den schalte ich jetzt hier schnell rüber erstmal. Super, mach die Ballistarii fertig. So, und ich stelle nach hier drüben, bitte. Wir brauchen den Hügelvorteil an der Stelle. So, Angriff auf die Sagittarii, bitte. Oh, shit. Das habe ich einfach übersehen gerade. Na gut, kann mal passieren. So, jetzt werden die Bogenschützen gekillt hier drüben. So, zerschießt ja bitte weiter für mich. Super, wir sind gleich tot hier. Ja, los, töte die Bogenschützen bitte. Mach die weiter fertig. Du stürmst hier bitte mal runter für mich.
Mal, jetzt muss der Rest von mir auch noch sterben, bitte. Die müssen fliehen. Endgültig. Wieso kannst du ja nicht die Mauern runtergehen? Wenn ich bitten darf. So. Okay, die habt ihr auch fertig gemacht. Super. Die Röhre mit dir bitte. Was ist denn hier los schon wieder? Die wollt ihr einfach nicht töten, kann das sein? So. Scheiße, viel Zeit habe ich auch nicht mehr. So. Ah, da stehen auch keine von dem, ey. So ein Kack. Auch wieder. Weil diese Bogenschütze hier nicht fliehen wollten. Jetzt aber. Und rühr mit euch ab auf die Ballistari als nächstes. So, Angriff. Der Charge Hügel abwärts kann uns noch helfen dabei. Los, schnappt ihr euch doch mal endlich hier. Super, die fliehen. Und der scheint den Kampf noch ganz gut zu halten. Finde ich schön. Ein Hoch darauf, dass die Mitanei ganze Wachen so scheiße sind. Ja, super. Jetzt kommst du da noch dazu. Perfekt. Super, der erste flieht auch schon. Okay. Ballistari werden jetzt auch geschlachtet. Super. Macht sie fertig, Leute. Macht sie fertig. Yeah. Yeah. Und weg mit denen. Super. Okay, rüber mit dir bitte. Angriff. Euch brauche ich jetzt nochmal schnell. Ihr müsst hier nochmal den Rücken angreifen, bitte. Okay, so. Ein Charge und sofort wieder raus. Bam. Und wieder raus. Schnell. Los, raus, 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 raus. Bevor wir da zu sehr im Nahkampf verwickelt seid. Super. Hat man eben schön wieder ausbalanciert hier. Schönes Gleichgewicht aufgebaut. Und nochmal wieder. Zack. Super geile Sache hier. Und wieder raus. Ja, da fliehen sie super. Macht sie fertig. Du kämpfst gleich mit hier. So, Tarko ist verteidigt, Leute. So, auch wenn der Kampf wieder ewig gedauert hat hier. So, spuren wir bitte vor. Sieht man sogar an der Partlänge. Das ist doch schön. So. Der General sollte auch gleich tot sein. Letzter Mann hier drüben. Super. Tot ist er. Okay. Dann wollen wir an der Stelle mal das Gefecht beenden. Ja, gewonnen. Wuhu. 1175 Mann getötet. Nur 25 haben überlebt. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir. Und wir haben auch nur 175 Mann verloren, was auch geil ist. Ja, und meine Kavallerie hat doch ordentlich abgeräumt, ey, mit fast 400 Kills. Die meisten Kills haben aber allerdings wahrscheinlich die Türme gemacht, oder? Ne, wir könnten sogar genauso viele Kills gemacht haben, sogar vielleicht noch mehr. Ja, sogar vielleicht, wahrscheinlich sogar noch mehr, als die Türme gemacht haben. Weil wir haben jetzt alleine hier schon, haben wir über 600 Kills, das heißt schon ja. Und unsere anderen beiden Einheiten dürfen wir auch nicht vergessen, die nochmal mindestens 60 Kills jeweils gemacht haben. Müsste eigentlich, ja. Ah, cool. Haben wir ordentlich abgeräumt diesmal. Haben auch nicht viel überlebt. Das finde ich sehr schön. Sehr lobenswert, Leute. Sehr lobenswert. So.
So. Und zack. Ah, schön im Bauch gerammt. Und weg sind die Rebellen. Und das fast ohne Verluste. Und die Armee ist wieder verstärkt. Super. Okay. Mist, die greifen nur Wurzels an. Aber okay. Hauptsache, sie nehmen was ein dann dort. Wir können die ja gern supporten. So, die Legios haben wir jetzt auch bekommen. Sehr geile Sache übrigens, möchte ich mal anmerken. Wie viel kostet ein Aufwerten? 106. Kann man bezahlen. Und hier? Auch 106. Okay, wie viel kostet denn eine aufgewertete Einheit pro Runde? Oh, deutlich mehr allerdings. Ist aber auch deutlich besser. Wenn man betrachtet davon. Nahkampf für mich, aber dafür Nahkampfangriff, was wichtig ist wieder. Und die Moral nicht, aber der Geschossschaden ist besser. Ah, gut. Gut zu wissen. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt die Lego dann zur Verfügung, was auch geil ist. Naja. Naja. So, Leute. Das war's noch wieder für heute. Wir hatten heute einen schönen langen Part gehabt. Haben uns auch sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Wenn es so weiterläuft, glaube ich sogar, dass wir bald Nationen wie zum Beispiel die Hunden auch wieder zurücktreiben können. Na gut, das schauen wir nochmal. Erst mal gucken, wo die Hunde überhaupt sind. Hier drüben. Plündern noch. Hier drüben ist eine... Oi. Der hundische Anführer ist hier auch schön zu wissen. Kann ich euch dienen? Das ist überwiegend Kavallerie, gut zu wissen. Da auch. Behindern wir nochmal kurz hier, bitte. Ha, cool. Holen wir noch den anderen Spion hier mit runter, der kann ein bisschen mithelfen. Aber gut, Leute. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was ich jetzt noch von euch will, ist ein Daumen nach oben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und des Weiteren würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr einfach mal eure Meinung kundtun könntet. Also rein damit in die Kommentare, denn ich möchte mich verbessern. Das geht nur, wenn ihr mir sagt, was ich besser machen kann. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.